Hallo liebe Leute, willkommen zu einem neuen Part von Custom Quest. Ja, wir haben im letzten Part das fürchterliche magische Labyrinth bezwungen und können uns halt voller Freude. Wir schauen noch mal kurz. Das bleibt sogar gespeichert, dass die Gegner weg sind. Okay, gut. Dann hätten wir das geklärt. Passt. ja. Dann würde ich mal vorschlagen, wir speichern mal und verwandeln uns kurz mal mittels Kostüm. Hi, ich habe diese dummen Kinder gefangen. Ich bringe sie jetzt zu Dorsilia. Wow, du hast es geschafft. Moment, bei irgendwas stimmt mit dir nicht. Warum klingst du so seltsam? Weil ich so ein dummes Monster bin, dass ich manchmal nicht weiß, wie ich meine Stimme benutzen soll. Ach so, gut, dann komm rein. Wow. Wow. Okay. Ah, ihr habt mich ausgetrickst. Okay, das wusste ich jetzt nicht, dass man dann was in einem Fight machen kann. Aber man lernt nicht aus. Man lernt nicht aus. Okay. Bam. Heilung? Ja. Macht er gerne. So, dann können wir wenigstens einen Konter vollführen. Nice. Machen wir gleich den Raketenhagel. Das sollte eigentlich reichen, wenn man... Ja, kein Mist bauen. Süßes haben wir 100, okay. Und Level Up. Ja, und mehr als Level 10 geht eh nicht anscheinend, so wie es ausschaut. Gut, dann haben wir das Max-Level erreicht. Warte mal. So. Nehmen wir alles mit. Wir können noch ein bisschen was brauchen. Weil immerhin müssen wir noch eine Karte im Shop abschnappen hier. So. Kann man nicht mehr erinnern. Geschafft, wir sind frei und in Sicherheit. Psst, das soll doch so bleiben. Tut mir leid, aber wir müssen auch die kleine Folge feiern. Yeah, Party! Zum Beispiel sowas? Ja, was soll ich machen? Klein heute. Nur eine Sekunde. Sollen wir rüberkommen? Nein, bleibt da und erwartet euren... Ah, endlich. Untergang. Wow. Noch schneller und ich könnte einschlafen. Gut, das heißt, wir haben das Max-Level erreicht. Sehr schön. Nochmal so nebenbei erwähnt. Probieren wir mal das verdorbene Ei, aber ich glaube, das bringt ja hier nichts. Nöp. Abgewehrt, was immer das auch war. Nichts, nichts, das war nur so ein Probeversuch, ne? Autsch. Gut, dann hauen wir halt einfach drauf. Nice und tschüss. So, wahrscheinlich kommt er eh wieder so aus seiner Maschine raus, wenn wir die mal so runtergebasht haben. Nicht? Okay. Das hat mich jetzt ein bisschen gewundert, aber ja. Ja, das sieht mir schon ein bisschen nach Ende aus, ne?
Okay, gehen wir mal zurück. Ich möchte mal in den Laden schauen, ob es hier was Schönes jetzt gibt. Ja. Kopflose Bench, automatische Selbstbelebung nach einem Zug. Alle GB werden wiederhergestellt. Das klingt aber nett. Aber eins fehlt mir. Wahrscheinlich kriege ich das durch den Endboss? Fragezeichen. Das faule Ei können wir sich schenken. So. Und ich möchte das Kostüm. Wie geht. Ah, da, so geht es. Das Kostüm ändern. Wir werden. Nehmen wir den Ninja? Nein. Der Ritter mit Schild? Dann werden wir den Vampir nehmen, das passt gut zu ihm. Perfekt. Den speichern wir da auch gleich mal ab, sicherheitshalber. Fall Valley. Wahrscheinlich kriegen wir eh noch einen Speicherpunkt und alles, aber nur zur Sicherheit. Man kann ja nicht wissen, ne? Was auf einen zukommt noch. Wie schaut es mit der Aufgabenverteilung aus? Da hätten wir alle. Hui, einmal hin und her skaten. He's a skater boy. Da 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 da. Da 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 da. Na, das schaut mal sehr nach Endboss aus. Okay, probieren wir es mal. Krieg ich nicht doch alle. Habe ich eigentlich schon alle Kostüme? Ja, wahrscheinlich. Probieren wir es mal. Süßes oder saures? Nett gesagt. Wie süß und so hübsche Kostüme. Da, dann schaue ich mal, ob ich Süßigkeiten für liebe Kinder habe. Ach, ist eine besonders große. Das einzige Problem ist, dass die Süßigkeit vermutlich nicht mit euch gehen will. Tatsächlich will diese Süßigkeit euch nie wiedersehen. Drusilla wird mich weit wegbringen an einen Ort, an dem man sich auf mich freut. Dazu, ich war ein totaler Trottel, als ich diese Sache sagte. Und davor war ich auch ein ziemlicher Trottel, aber wir müssen zusammenhalten. Macht euch deshalb keine Sorgen, ihr kommt alle mit uns. Wir gehen durch dieses magische Portal in eine Welt, in der man mich als Königin behandelt. Interessant, werden wir auf der anderen Seite alle königlichen Positionen einnehmen? Und 1000 Jahre herrschen? Und werden bei unserer Rückkehr nur 10 Minuten vergangen sein? Was? Nein! Ihr werdet als Süßigkeiten verkleidet in einen Sack gesteckt und Großknochen überreicht, um meine Schuld zu begleichen. Was er da mit euch macht, ist mir ehrlich gesagt egal. Wir kommen nicht mit dir. Meine Schwester kommt nicht mit dir und niemand fasst unsere Kostüme an. Nun dann. Ui, ich glaube, sie wird wütend. So viel zum Thema Süßes. Ich glaube, da wird jemand wütend. Wirklich, Tatsache. Viertausend? Warum hat die deutlich mehr? Frechheit eigentlich. Die kann auch das Level noch erhöhen, ne? Was? So ein Pech. Wir kommen dich da raus, versprochen. Rankenkäfig, okay. So, wieder hier an meiner Seite, ne? Schön. Bitteschön.
Was, drei Stück? Ich hoffe echt, dass zwei von denen falsch sind. Oh, 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 das war Mist. Anscheinend platzt irgendwas Großes. Na, dann kann es ja nur die richtige sein, oder? Mache ich das richtig eigentlich? Okay, was mir nicht gefällt, ist, dass alle so viel Lebensenergie haben. Hypothese, wir können das Subjekt verwirren, indem wir es lähmen. Ja, jetzt habe ich doch nichts zum Lähmen mit, ne? Verdammt. Vielleicht wäre es vielleicht doch besser gewesen. Aber ist wurscht, ist wurscht. Mir. Schauen wir mal, dass wir die wegkriegen vielleicht. Nein, leider nicht. Müssen ihre Konzentration irgendwie brechen. Ja, ich habe jetzt leider nichts mit. Das ist das Problem. That's my problem hier. Die will mich sowas von vernichten wahrscheinlich jetzt. Das hat auf alle Fälle wehgetan. Aber warte mal kurz. Kann ich das nicht auf ihn anwenden, dass er wiederbelebt wird? Vielleicht? Pferdchen? Juhu. Ja, nice. Oh, verdammt. Nein, verdammt. Okay, wir brauchen Energy auf alle Fälle. Gib her! Vampire Kiss! Okay, nice. Okay, jetzt kommt die Tortur wieder. Keine Sorge, wir holen dich da raus. Okay, der kriegt noch Energy Damage. Nee, bin schon dabei. Kannst du raus? Kannst du mithelfen? Alter, was ist da los mit mir heute? So. Ich werde einmal die Heilung aufs eigene Pferd machen, bevor mir das abkratzt vielleicht. Das kann ich nicht brauchen. Danke. Sag mal, ich drück doch eh die Taste. So, die Hälfte hat sie gleich verloren. Nice, jetzt kommen wieder... Nein, jetzt kommen doch nicht die Klone, jetzt kommen wieder... Ja, Mist. Bin zuversichtlich, dass wir dich mit Wissenschaft befreien können. Au, ich muss hier raus, das tut ziemlich weh. Ausnahmsweise helfen wir dir mal, ne? Perfekt. Wir könnten das Objekt verwirren. Ja, könnten wir. Will ich aber gar nicht. Was ich schaue, ist, dass wir ja mal voll geheilt werden. Besonders das Pferd soll am Leben bleiben. Das brauche ich gerade, das Einhorn. So. Ja, ja, wir müssen Konzentration unterbrechen. Habe ich nichts. Sorry. Ein Angriff werden wir auch überleben.
So, 1000 nur noch. Autsch. Gelähmt, okay. Warum nimmt der Vampir so viel Damage? Das verstehe ich jetzt nicht. Achso, weil es auf ihn ging, der Hauptangriff, und der andere zweimal nur so die Nebencharakter. Verstehe, deswegen. Hey, my robot is away. Ja, ja, wir befreien dich wieder. Also ihr seht, der Kampf ist nicht allzu schwer. Ne? Gut, vielleicht wenn man ein niedriges Level hat, dann noch eher. Oder man das Timing missachtet. Sehr gut. Na Schrulli, jetzt fehlt nicht mehr viel. Ja, da hast du nicht mehr viel davon. So. Die Grenze hat die Lebensenergie vom Original, ne? So. Somit haben wir das einmal spielend erledigt. Ich würde sagen, im nächsten Zug war es das mit Dorsila. Wenn du mehr Damage machen würdest, wäre es das jetzt sogar in diesem Zug schon. Aber ne, machst du nicht. Tja, da liegt sie. Oh, ja, da haben wir die letzte Karte bekommen. Nice. Letzte Kampfmarke. Eines Tages sind sie was wert. Ach, Dorsila, du wolltest diese schreckliche Welt doch einfach nur verlassen. Warum lässt du sie nicht gehen? Bist du etwa zu schön? Oh, bitte. Niemand versteht mich. Schniff. Was habe ich denn dafür bekommen für eine Marke? Große Wiederherstellung der GB pro Zug. Ja, probieren wir es einmal. Wo ist meine Schwester? Lass mich besser in Ruhe, sonst erwartet euch noch ein viel größerer Kampf. Hört sich doch gut an, wir sind bereit für einen Kampf. Einverstanden, es besteht ja doch die Möglichkeit, dass wir noch bereiter sein könnten. Ich gehe nicht ohne meine Schwester. Wenn ihr mich noch einmal stört, gibt es einen Kampf, der wirklich groß sein wird. Ernsthaft? Gehen wir mal Sicherheitsserver abspeichern. Ne? Ja, ich weiß, ich hätte über das Einkaufszentrum wieder abspeichern können, aber... Ja. Machen wir das mal hier. Geht genauso schnell. Okay, doppelt hit bessert, sorry. Ich glaube, es war zwar eh abgespeichert, aber... Ja. Machen wir den Part ein bisschen länger heute? Oder ich teile ihn dementsprechend, aber ich möchte wissen, was der Alte noch auf dem Kasten hat. Dazu bin ich jetzt hier. So. Komm, ich störe dich noch ein drittes Mal. Ich habe vergessen, dass ich dich schon zweimal gestört habe. Sorry. Ich gehe nicht durch meine Schwester. Das ist peinlich. Was, das Platzen all deiner Hoffnungen und Träume? Nein, nach Verstärkung rufen zu müssen. Ich beschwere den gefräßigen, den unersättlichen... Großknochigen Kadaver. Oha. Der macht Eindruck, ja? Cool. Er steckt aber irgendwie fest. Ne? Es ist Zeit für Süßigkeiten. Boss, es tut mir leid, aber diese Kinder haben deine Süßigkeiten genommen. Was? Piep. Nachricht übermittelt. Hä? Da
Das ist der Lautsprecher, den Doran dir gegeben hat. Piep, Doran, ich bin's, Dasilia. Dasilia. Hör zu, du brauchst dir mich keine Sorgen machen. Ich hänge nur lange genug mit diesen Monstern herum, um sie auszutricksen, damit sie mich nach Ripune bringen. Sobald ich da bin, kann ich leicht meine Kräfte einsetzen, um Großknochen loszuwerden. Dann werde ich die Herrscherin über Ripune sein, nicht mehr Großknochen, dieser fette Verlierer. Blöd, ne? Piep. Oh oh. Das ist unerhört. Ein Brockenklimmer? Ich verwandle dich in einen Brockenklimmer. Du wirst Ripune niemals betreten, niemals! Das kannst du nicht machen, wir hatten ein Abkommen. Gib mir das Daumen, das Abkommen ist geplatzt. Fast fehlt mir die Energie, diese Kinder jetzt zu essen. Aber nur fast. Fast. Okay. Ach, und übrigens, viel Spaß dabei, Trottel. Fein, so bekommen wir noch viel mehr Appetit. Habt keine Angst, Kinder, in meinem Magen wird es euch gefallen. Da drin riecht es gut, ich habe gerade erst Schinken gegessen. Was hat die mit mir gemacht? Hat die mich geheilt, oder was? Gut, wurscht, egal. Obwohl, healen ist ja eigentlich... was rede ich für einen Stoß? Warum healen nach dem Kampf bin ich sowieso immer geheilt? Macht nichts. So. Wir kämpfen und machen das Beste draus. Autsch, 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 autsch. Gut, dass ich dem Vampir das in der Mitte gegeben habe, weil meistens werden die wahrscheinlich eben mittig angreifen. Weil sie dann alle... Weil dann alle drei getroffen werden. Deswegen. Nice Konter. Okay, ich traue mich es ja nicht anzumerken, aber... Sollte ich da gerade eine Schwierigkeit in den Kampf sehen? Ist da noch was unter dieser Rolle? Ich glaube, das war die Schwierigkeit gerade, oder? Also, wie gesagt, wichtig ist mir, dass wir alle überleben, ne? So. Kriegen wir mal alle hin. Sehr gut. Du greifst dann mal normal an. Bam. Okay, wie gesagt, ich sehe immer noch nicht die Schwierigkeit darin, in dem Fight. Hälfte hat er gleich. So. Das Pferdchen macht auch noch einen frischen Eindruck, auf alle Fälle. Gehen wir das Risiko ein. Schauen wir mal, ob Reynold stirbt, aber ich hoffe mal nicht. Ist das noch was unter dieser Rolle? Nein, perfekt. Hat überlebt. So, werden wir uns einmal alle healen wieder. Das Pferdchen greift noch zur Selbsthealing. Weil das muss überleben, das Pferdchen. Da habe ich sonst Bammel. Ah, verdammt. Zu spät reagiert, aber macht nichts. Wie gesagt, auch wenn er stirbt, ich... Oh, ich fühle mich gar nicht gut. Zeit für eine kleine Stärkung. Was? So mag das der Zuckerpapa. So mag das der Zuckerpapa, okay. Interessant.
Ja, das habe ich nicht befürchtet jetzt. Okay, ich muss auf alle Fälle das Heal von 1-2 jetzt raushauen wieder. Es könnte natürlich jetzt nach hinten losgehen. Pferdchen, beliebe es wieder. Yeah, Robotime! Okay, Quit, nice. Der Vampir hat sich wieder geheilt zur Raketenhage, auf alle Fälle. Perfekt. Perfekt. So, vielleicht können die Flammen schon zerstören. Ja, nice. Okay, wo war die Schwierigkeit jetzt dabei? Ja, ist ja auch ein Kinderspiel, ne? Aber nett. Wie gesagt, man muss schon das Timing mitbringen. Also richtiges Knöpfel drücken ist Voraussetzung, sonst kann man das Game generell vergessen, wie man sieht. Süße Gerechtigkeit und Aufgabenmeister. Kommt und holt sie euch. Nice. Also Spiel geschafft und alle Aufgaben geschafft. Nice. Hey, lasst uns was übrig. In Ordnung, wir laden ein paar Süßigkeiten im Zentrum ab und dann geht es geradewegs zurück nach Open Pines. So soll es sein. Hey Leute, sollen wir einen Pakt schießen? Sollen wir das zu jedem Halloween machen? Ja! Ja! Nein! Vielleicht. Süß. Okay, Lucy und Everett, ich habe eure Eltern angerufen. Und sie haben gesagt, dass es okay ist, wenn ihr bleibt. Sehen wir mal die Eltern auch, ne? Ich frage mich, ob sie ebenso glücklich darüber sind, dass die Kinder hier Freundschaft geschlossen haben. Mama! Mama! Papa Steuer! Gute Nacht, Kinder! Okay, kommen wir wieder zum Geschäft. Ich nehme Karamell. Nicht schlecht, ich nehme saure Schnecken. Ich nehme Lakritz. Und zu mir sagst du, ich liebe Lakritz. Du kannst Lakritz von mir haben, Brüderchen, wenn du mir dafür die Packung Astronautenscheiben gibst. Abgemacht, Schwester. Okay, ich nehme weiße Schokoladenringe. Du kannst dich nehmen, wenn du gerade getauscht hast. Doch, das geht. Seht mal, ich weiß, dass es in eurer alten Stadt anders war, aber... Ich nehme Prickelpups. Ich war dran. Ich kann nicht ewig warten, Baby. Hast du mich gerade Baby genannt? Na süß. Ja. Damit war's das. Von Custom Quest. Zumindest von dem Original-Game. Dieses Quapping on Ice oder Off Ice ist ein... Ich meine, das gab es damals auf der PlayStation auch ein DLC für dieses Spiel eben. Ich glaube, zum zweiten Halloween dann. Also quasi ein weiteres Jahr später gab es dann das DLC. Ist aber nicht... Ich glaube, es ist nicht einmal annähernd so viel wie das Hauptgame. Ja, aber wir werden es trotzdem anzocken und in das Custom Quest Let's Play Projekt mit einbeziehen. Hier sieht man übrigens dann entweder von den Entwickler Kindheitsfotos, wie sie zu Halloween waren, oder von deren Kindern wahrscheinlich, ne? Oder generell von Kindern, die das eingeschickt haben und wollten. Na, nette Kostüme, da der Crack, das Gespenst. Nette Kostüme, ja. Da, der Jordan, der schaut gut aus. Was soll Alan darstellen? Ein Alien, oder was? Mildred, der Hund. Mit Zöpfchenohren. Und der Turm, das Chocobo. Der Hund oben war als Chocobo. Ich werde... als Chocobo. Als Mogri, meine ich. Von Final Fantasy als Mogri. Ich habe die Flügel und den Bommel erkannt. Süß. Richtig süß. Naja.
Wie hat euch das Projekt gefallen? Fandet ihr es zu einfach oder ja, zu kurz? Schreibt mal Kommentare. Ja, es hat damals, ich glaube, es kam als Vollpreis für die PlayStation 3 mit, ich glaube, es kam sogar mit 17 Euro heraus oder was. Wo ich auch wirklich sagen muss, naja, 17 Euro ist das Spiel jetzt nicht wert. Überhaupt, weil sich die Aufgaben ja pro Stadt mit den Häuserklopfen, mit den Apfeltauchen, das hat sich ja wiederholt. Ja. Es waren ja dann keine neuen Einfälle mehr quasi dabei. Ne? Ja. Wahrscheinlich hat es mehr gekostet, weil es eine Double Fine Production ist. Eben die Firma, die auch Brutal Legend entwickelt hat. Eins der genialsten Spiele, was ich finde. So, kommt jetzt noch was? Nein. Das ist 2011. Ah, Wahnsinn. Okay. Ja, Leute. Das nächste Mal, heute schauen wir uns mal die Erfolge kurz an. Wir haben ja eh schon da etwas fürs Auge. Das ist dann alles für das DLC quasi. Und den DLC kann ich so viel verraten, dass wir nach Ribugia kommen, ja. Aber was uns dann dort erwarten wird, sehen wir im nächsten Part. Vielen Dank fürs Zuschauen, euer Chocobo19. Ciao, ciao.